Also. Wir sind schon bei 120 Nahrung. Ja. Jawohl. Gut, Steinmetz ist wieder im Einsatz. Mal sehen, was er macht. Außer sich Werkzeug holen. Das ist okay, wenn er sich Werkzeug holt. Noch ein Bjarni? Das ist sehr gut, wenn wir dich gleich zum neuen Bäcker machen. So, und Ulla muss noch erwachsen werden und dann Bjarni heiraten. So, also du wirst Träger, du wirst Bäcker. Ulla ist erwachsen. Du bist erfahren, kannst trainiert werden. Gut. Gut, du holst Holzwerkzeuge, das ist auch okay. Du holst dir Schuhe. Na, mal gucken, wie du dann arbeitest, jetzt wo du die dein Holzwerkzeug geholt hast. Und den Wegweiser direkt vor der Nase stehen hast. Das sieht schon mal so aus, als ob du arbeiten gehen würdest. Und das finde ich schon mal gut. Die Werkstatt steht schon eine Weile leer, ist kein Problem. Du bist sehr erfahren und kannst trainiert werden. Oh, unsere Nahrung ist schon auf 140 angestiegen. Das heißt, wir werden sogar die Aufnahmesession noch schaffen. Unsere Nahrung soll zu erreichen, hä? Ja, weil unsere Siedlung muss nicht weiter wachsen. Wir kommen mit den 21 Wikingern aus. Oh, stimmt ja. Wo ist die Ulla? Ich fand keinen Ehepartner. Ihr beide werdet noch, müsst noch verheiratet werden. So, jetzt. 157 schon. Das klappt echt sauber wie am Stück. 164. Das wird ein bisschen arg schnell jetzt gerade. Ich glaube, dann kann ich mal den Speed zurücknehmen. Weil sonst wird die Aufnahmesession zu kurz. Deswegen lassen wir die Leute jetzt mal bei normaler Geschwindigkeit arbeiten. Das ist eh die vorletzte Mission. Der Hauptkampagne jedenfalls. Danach haben wir noch die Rache des Regengottes vor uns. Wobei ich nicht mal mehr weiß, wie viele Missionen die Rache des
Okay, ich kann es nicht mal wissen, weil die Rache des Regengottes habe ich nie gespielt. Ist gelogen, ich habe die erste Mission gespielt, aber nicht die gesamte Addon-Kampagne durch. Ja. Sieht wirklich alles recht gut und lauffähig hier aus. Ich hab zwei Jäger und zwei Bäcker, die für die Nahrung sorgen. Ich habe jetzt einen Steinmetz, der richtig arbeitet. Der sich gerade wohl neue Schuhe besorgt hatte. Und ja, wenn die Straßen hier fertig sind, dann macht er mir erstmal wieder Geschirr und dann Lehmklumpen. Ist ja zum Glück nicht mehr so viel an Straße, was gebaut werden muss. Und wir sind bei 183 Nahrung. Yay. Ja, wenn nur alle Missionen so wären wie die hier. Lauschiges kleines Dörfchen bauen. Es mit den Grundsachen versorgen. Wenn wir irgendwann doch mal Cultures 2 anfangen sollten, wird das eh viel lustiger, weil es viel mehr Materialien gibt. Also wenn man sich hier den Tech Tree ansieht, ist er ein Witz verglichen mit Cultures 2. Stellt euch noch mal... Ja, das hier ist die High-End-Ebene. Stellt euch noch mindestens eine Ebene noch dazu vor, hier. Und das Ganze nochmal ungefähr 50% breiter aufgefächert. Dann habt ihr Cultures 2. Wobei Cultures 2 einige erstens Bugfixes hat. Wie weil wir zum Beispiel das Problem hatten mit dem Wegweiser. Das kann, erinnere ich mich aus Cultures 2 nicht mehr so. Und natürlich gerade das Ressourcensammeln ist ein bisschen einfacher gestaltet. Es gibt sogar Schifffahrt in Cultures 2. Es gibt die Möglichkeit, Gebäude abzugraden. Das heißt, man kann Stufe 1 Wohnhäuser bauen und die dann bis zur Stufe 5 Wohnhäusern, glaube ich, war es sogar. Upgraden. Also 4 oder 5. Genauso wie man Bäckerei und Töpferwerkstatt und alles upgraden kann und dort dann mehrere Leute arbeiten. Und wir sind bei 190 angekommen. Ja, ein bisschen Nahrungsverbrauch haben wir jetzt gerade auch noch. Auf der einen Seite möchte ich die Mission halt fertig kriegen. Ist ja schön, dass wir sie schon mal in einer Aufnahmesession fertig kriegen. Wenn ich mir überlege, die letzten Missionen haben wir 3, sogar teilweise 4 Aufnahmesessions gebraucht. Also ich glaube, für die letzte Mission für Chichen Itza haben wir sogar 4 Aufnahmesessions gebraucht, weil ich es nicht geschafft habe, das Militär schnell genug hochzuziehen. Das war auch, soweit ich weiß, bis jetzt auf die letzte Mission, die schwierigste Mission im Spiel. Die letzte Mission wird auch nochmal anstrengend, kann ich sagen.
Also keine Ahnung, wie viel wir für die Mission brauchen. Und ich kann auch noch nicht mal sagen, ob ich dann gleich mit der Rache des Regengottes weitermachen werde. Oder erstmal ein bisschen Pause dazwischen einschiebe. Und ein anderes Projekt, ein kleineres Projekt anfange oder fertig mache. Ja, 191. Gut, Straßen. So, bauen wir hier noch ein paar Straßen. Wir werden es eh nicht schaffen, alles zu vernetzen, aber ist ja mehr als ausreichend, was wir gerade machen. Und wir sind fast bei der Nahrung angekommen. Die wir brauchen. Ja, die zweite Bäckerei hat wirklich viel gebracht. Und fertig. Die Einheimischen dieser Insel, die den Namen Jamaika trug, hatten uns sehr freundlich empfangen. Es dauerte nicht lange und wir hatten unsere Vorräte aufgefüllt. Etwas wehmütig nahmen wir wieder Abschied von der Insel, die das Heim der Götter auf Erden zu sein schien. So schön und fruchtbar war dieses Land, mit endlosen Sandstränden und kristallklarem Wasser. Und immer hatte man den Eindruck, von irgendwoher Musik zu hören, die zum Tanzen anregte. Ja, damit haben wir Jamaika abgeschlossen. Jamaika. Mhm. Fehlt nur noch eine Bobmannschaft. kleine Anspielung. Auf einen Film. Ja. Gut, was soll ich denn jetzt noch großartig sagen? Ich will nicht wieder wie das eine andere Mal hier lange die Folge oder die Aufnahmesession ins Endlose ziehen. Wir haben jetzt noch knapp 3 Minuten eigentlich, bis wir eine vollständige Aufnahmesession hätten. Ja, dann werden halt die Folgen ein bisschen kürzer. Also, wie gesagt, eine Mission haben wir noch vor uns. Das sehen wir dann aber erst beim nächsten Mal, was das für eine Mission ist. Und dann sind wir mit Kaltschoss, der Entdeckung Vinlands, durch. Und da sehen wir weiter. Ob wir gleich die Rache des Regengottes anfangen. Oder ob ich erst ein kürzeres Projekt dazwischen schiebe und wir dann mit der Rache des Regengottes anfangen. Und wie es dann halt läuft, ob wir auch mit Kaltschoss 2 irgendwann anfangen. Könnte auch noch interessant werden. Zumal, ja, das möchte ich jetzt noch sagen, das kann ich noch sagen. Kaltschoss 2 um einiges weit gefächerter ist als Kaltschoss 1. Es gibt nämlich, glaube ich, neben Kaltschoss 2, neben dem Hauptspiel, das ist das einzige, was ich übrigens besitze, ein Add-on und zwei Standalone-Add-ons sogar. Die halt alle auf dem Basisspiel Kaltschoss 2 aufbauen. Also Gameplay technisch her. Aber ihre eigenen Story-Kampagnen haben. Ich selber besitze, also ich habe hier als physische Box nur Kaltschoss 2 das Hauptspiel rumliegen. Ja. So, das wollte ich noch dazu gesagt haben. Falls ich jetzt in meinem Endwort irgendwann in ein paar Aufnahmesessions vergessen sollte. Aber ja. Das heißt, wir machen jetzt hier unseren Cut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder im Hauptmenü, wo wir in die letzte Mission starten. Also, bis dann.